Zu Here I Go Again auf dem Triton Extreme VST Plugin. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, das habe ich jetzt hier über Mute gemacht, ist der Orgel ein Controller zuzuweisen. Das heißt, wenn ihr einen Host habt wie Mainstage oder Gig Performer, das Expression Pedal auf dieses Timbre zuweisen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr das OSC oder den OSC-Level verlinkt, das ist tatsächlich das Einfachste. Oder ihr könnt einen der Realtime-Knobs belegen, das habe ich jetzt nicht gemacht, und den dann steuern. Also da ist euch alles freigestellt. Ich werde jetzt ein Soundset für den Korg Triton Extreme machen, falls ihr den habt. Der hat den Vorteil, oder das hat den Vorteil, dass es auch auf älteren Rechnern läuft, weil es dann als einziges Plugin läuft und dann wirklich nicht so speicherhungrig ist.